ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Dreit und ich bin hier bei den Retro Classics 2017. Bei Entenmann, BMW-Stand, finde ich richtig schick, weil ich bin als Kind ja in München groß geworden, dort geboren und natürlich häufig ins BMW-Museum gestapft. Mein Lieblingsfahrzeug war dieses hier, das 3-Liter-Coupé, legendär. Kaum mehr zu kriegen, zu heutigen Zeiten vor allem nicht unverrostet, deswegen freue ich mich, dass wir hier starten. Natürlich machen wir so ein paar schöne Eindrücke hier von der Messe und Sie sind mit dabei. Werner Entenmann ist seines Zeichens nicht nur ein brillanter Autoverkäufer, sondern auch ein echter Liebhaber von klassischen Fahrzeugen, natürlich aus Bayern. Hier mal ein Z1, eigentlich auch legendär, oder? Ja. Also das kann man laut sagen, dieses Auto ist ein gelungenes Fahrzeug aus den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre hat BMW diesen entwickelt. Auch da gab es einen Menschen, der das nebenher gemacht hat und somit kam der Z1 dann zum Tragen und erfolgreich. Und Sie haben ja bei sich noch in der Garage einen M1, also den Vorgänger sozusagen, auch legendär, ich glaube 10 Jahre früher, 1980 dann auf den Markt gekommen. Ganz genau, 79, 80 ist der M1 gebaut worden und verkauft worden. Da musste man ja 400 Fahrzeuge bauen, um Homologation zu erreichen. Und ich habe mir einen behalten und den haben wir heute noch. Wenn man lang genug über die Retro Classics schlendert, dann findet man Esslinger und natürlich auch echte Leichtathleten, denn uns verbindet die Leichtathletik. Lieber Manfred, du bist aber neben der Leichtathletik hier auch nochmal ein echter Oldtimer-Freak. Das ist jetzt ein Triumph, oder? Das ist ein Triumph TR6 aus den 70er Jahren. 72 ist das Baujahr hier und das ist für mich ein ultimatives Fahrgerät, das eigentlich fast wie ein Motorrad ist, aber es hat 4 Räder, Schutz. Aber die gleichen Gefühle für freies Fahren und das macht Spaß. Und ihr seid jetzt einfach so ein britischer Club hier. Also ihr habt euch zusammengetan, viele britische Fahrzeugbesitzer und ihr stellt einfach die Fahrzeuge aus. Geht gar nicht um Verkauf, ne? Nee, das sind alles Eigenfahrzeuge, die hier stehen. Und die British Car Drivers, das sind alles Leute, die können auch selber bauen. Und die meisten halten ihre Fahrzeuge selber in Schuss und die sind richtig in der Materie drin und da kann man jeden was fragen und die sind alle top dabei. Ladies and gentlemen, now I like to have a cup of tea. Ein Mann trifft natürlich zu 100% hier auf der Retro Classics. Mein lieber Marc, wie viele Fahrzeuge hast du hier am Stand? 14 Autos. Okay, gut. Ja, und was ist so der Spirit bei dieser Messe? Der Spirit ist Retro-Klassik, eigentlich Youngtimer und Oldtimer. Und zwischendurch schleicht sich natürlich auch mal wieder eines der neuen Modelle mit rein, aber eigentlich geht es um die alten Autos. Mhm. Woher beziehst du die Fahrzeuge? Hast du irgendeine Quelle, die nicht versiegt in den Staaten? Also die Quelle versiegt. Man bekommt die Fahrzeuge teilweise in Europa, aber auch in Amerika. Aber der Markt wird sehr, sehr dünn, weil durch Internet natürlich der Markt sehr, sehr transparent ist. Jeder weiß, wie die Preise sind und auch USA geben nicht mehr leicht ihre Schätzchen ins Ausland. Ja, die merken so langsam, was sie haben und das wird immer schwieriger. Ja. So Marc, und jetzt müssen wir von den Amis aber einmal nach Italien. Mein Herz ist ja auch schon ein bisschen Ferraristi-like, also zum Testarossa, oder? So machen wir es. Definitiv. Tolles Auto. Der legendäre Testarossa. Das war ja also Anfang der 90er Jahre das Überauto überhaupt, oder? Der Testarossa stand bei mir 1:18 im Regal. Das war mein erster Ferrari in 1:18 und das ist eigentlich die Ikone der Ferraris. Ja. 396 PS aus 12 italienischen Zylindern, geballte Ladung aus dem Heck. Schwierig zu fahren, der hat richtig Dampf und im Service auch ein sehr, sehr teures Auto. Der hat so eine Schaltkulisse, ne, vorne. Also das heißt, da musst du dann richtig gucken, dass du in die richtige Kulisse auch reinkommst. Ich glaube, einmal verschalten ist Motorschaden, ne? Ich sag mal, es kommt auf den Gang an. Wenn man natürlich im 5. Gang in den 1. schaltet, wird es heiß. Aber sagen wir mal, diese knochige Haarschaltung, ja, oder diese einzelnen Gänge, die man da bewegt, da merkt man halt noch die Emotion. Ja. Die anderen sind alle im F1-Modus zu fahren, die neuen. Und hier muss man wirklich noch mit Hand am Arm richtig mit dem Auto kämpfen. Ja. Ja.
Von BMW über Triumph, die Amis bis zu Ferrari gibt es hier alles, was das Herz begehrt. Und das für ziemlich viel Geld, muss ich sagen. Wer nicht so viel hat, kann sich so einen Aufnäher kaufen, das kostet nicht viel. Oder eine Zapfsäule, das ist doch mal was. Hat man zwar keinen fahrbaren Untersatz, aber immerhin das Ding hier im Zimmer stehen. Danke fürs Reinklicken, bis zum nächsten Mal. Ciao. ESTV, Videos aus der Region.